Herzlich willkommen zu Recht verständlich, dem Podcast des Bürgerservice von Justiz NRW. In diesem Podcast sprechen wir mit Expertinnen und Experten zu Themen, die Sie als Bürger und Bürgerinnen interessieren. Mein Name ist Pascal Kostkowski und heute darf ich Julia Jakobs begrüßen und mit ihr über das Thema Minderjährigenadoption sprechen. Julia Jakobs ist Richterin am Familiengericht in Bochum. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich hier sein darf und auch mal auf der anderen Seite des Aufnahmegeräts sitzen und mitwirken darf. Genau, du bist ja normalerweise diejenige, die für Recht verständlich die Fragen stellt. Heute sprechen wir aber über ein Thema, mit dem du dich auskennst, da du nicht nur Koordinatorin für den Bürgerservice bist, sondern auch Familienrichterin. Ja, genau. Also wenn ich nicht gerade hier für Justiz NRW Fragen stelle, arbeite ich als Familienrichterin am Amtsgericht Bochum und die Familiengerichte sind auch für Adoptionen zuständig. Heute möchten wir über die minderjährigen Adoptionen sprechen. Wer sich für die volljährigen Adoptionen interessiert, also für die Adoption von Personen, die über 18 Jahre alt sind, kommt aber nicht so kurz. Auch darüber machen wir einen Podcast, der wird dann nach diesem hier veröffentlicht werden. Minderjährigen Adoptionen, ich habe jetzt schon verstanden, dass dabei darum geht, dass Kinder adoptiert werden. Was heißt das denn aber genau? Ja, also Adoption, erstmal so vielleicht Fun Fact, steht gar nicht so im Gesetz, sondern im BGB steht da oder wird das alles unter Annahme als Kind geführt sozusagen und darum geht es auch. Also es geht darum, dass ein Kind rechtlich in die Familie der Annehmenden, also der Adoptierenden aufgenommen wird. Okay, und was muss man dafür machen? Ja, also das ist gar nicht so einfach. Ich hoffe, dass ich das schaffe, dass das ein bisschen auseinander zu klamüsern. Es gibt da verschiedene Voraussetzungen. Manche sind eher formeller Natur, andere eher inhaltlicher Natur. Ganz wichtig ist, und das führt vielleicht auch dazu, dass man sich ein bisschen entspannt, der Antrag muss von einem Notar beurkundet werden und dementsprechend ist in der Regel die erste Anlaufstelle der Notar, wenn nicht die Adoptionsvermittlungsstelle. Und der weiß dann natürlich auch, was man benötigt. Das heißt, man muss jetzt nicht hier sitzen und alles mitschreiben, denn alleine zum Gericht gehen und irgendeinen Antrag auf oder einen Antrag auf Adoption stellen kann man sowieso nicht. Trotzdem glaube ich, dass es ganz sinnvoll ist, wenn man mal schon vorher weiß, worauf man sich da so einstellen muss. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Ja, also wie gesagt, erstens ein notarieller Antrag. Der Antrag wird ja beim zuständigen Gericht eingereicht. Zuständig ist das Familiengericht, also das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Annehmende, also die Person oder die Personen, die adoptieren, seinen oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Auch da weiß natürlich der Notar, welches Gericht das ist. Also wenn ich jetzt beim Notar war, ist das schon mal fein. Dann braucht man die Einwilligung von verschiedenen Personen. Und zwar sind das folgende, also das einmal das Kind selbst, wenn es über 14 Jahre alt ist oder wenn es noch nicht 14 ist, der gesetzliche Vertreter des Kindes. Dann der Ehegatte des Annehmenden, also der adoptierenden Person. Da ist wichtig zu wissen, dass wenn Eheleute zusammen ein Kind adoptieren wollen, beziehungsweise wenn derjenige, der ein Kind adoptieren will, verheiratet ist, dann können die Eheleute das nur zusammen machen. Es geht also nicht, dass zum Beispiel bei einer Pflegefamilie nur die Pflegemutter sagt, ich adoptiere jetzt das Kind und der Pflegevater sagt, nö, ich aber nicht. Das heißt, die müssen das zusammen machen. Eine Ausnahme besteht dann, wenn das Kind des anderen Ehepartners adoptiert wird, also die sogenannte Stiefkindadoption. Wenn also die Mutter zum Beispiel ein Kind mit in die Ehe bringt, dann muss die natürlich das Kind nicht auch nochmal adoptieren, die ist ja schon die Mutter. Das heißt also, der Ehegatte des Annehmenden muss zustimmen, wenn zum Beispiel so eine Konstellation vorliegt. Dann die Eltern des Kindes, das ist ein relativ wichtiger Punkt. Und ganz, ganz selten auch der Ehegatte des Kindes, das adoptiert wird. Das ist natürlich bei uns extrem selten, weil unter 18-Jährige meist nicht verheiratet sind. Aber es gibt so ein paar Situationen, wo es das geben könnte. Ja. Und dann müsste auch diese Einwilligung abgegeben werden. Alle Einwilligungen müssen wieder von dem Notar beurkundet werden. Ja, am spannendsten sind da dann sicherlich die Einwilligungen der Eltern, beziehungsweise kann ich mir vorstellen, dass da am ehesten Probleme gibt. Kommt es dafür denn dann eigentlich darauf an, ob die Eltern das Sorgerecht haben oder nicht? Nee, darauf kommt es tatsächlich nicht an. Also auch wenn den Eltern das Sorgerecht zum Beispiel entzogen wurde, weil sie sich nicht vernünftig um das Kind kümmern konnten oder was auch immer, müssen die immer noch diese notarielle Einwilligung abgeben.
Das ist ja auch, glaube ich, relativ nachvollziehbar, da das natürlich ein extremer Eingriff in das Elternrecht ist, denn danach ist das Kind ja nicht mehr das eigene, zumindest nicht rechtlich. Vielleicht auch noch spannend in dem Bereich, sogar Väter, die zwar die biologischen Väter sind, aber nicht die rechtlichen Väter, die also die Vaterschaft nicht anerkannt haben und nicht mit der Mutter verheiratet waren bei der Geburt, müssten in das Verfahren einbezogen werden. Das Gericht muss da ermitteln. Wenn so ein Vater oder ein Putativvater heißt das, also ein voraussichtlicher Vater, im Verfahren auftaucht, muss das Gericht ihn darüber aufklären, dass das Adoptionsverfahren läuft und ihm die Möglichkeiten aufzeigen, dass er also an dem Verfahren beteiligt werden kann, wenn er eben glaubhaft macht, dass er im Empfängniszeitraum mit der Mutter verkehrt hat, also wahrscheinlich der Vater ist. Und dann ist er eben auch Beteiligter des Verfahrens und müsste gegebenenfalls einwilligen. Allerdings muss man sagen, bei Vätern, also biologischen Vätern, die ohnehin nichts gegen die Adoption haben, wie zum Beispiel bei Spendefällen, ne? Also es gibt ja solche Fälle, wo ein Mann seinen Samen spendet, in dem Bewusstsein, dass das Kind später adoptiert wird, da wird er sich dann einfach nicht beteiligen. Der muss dann also nicht notariell einwilligen. Vielleicht dazu noch mal ganz kurz, das, was ich jetzt gerade mit der Samenspende gesagt habe, das bezog sich auf private Samenspenden. Wenn über eine Inkognito-Samenspende, über eine Samenbank diese Spende abgegeben wurde, dann stellt sich das Problem sozusagen schon gar nicht. Aber wenn das Gericht einen biologischen Vater namentlich kennt, dann muss es eben wie folgt vorgehen, wie ich das gerade erklärt habe. Verständlich. Ich habe es also schon mal mitgenommen, dass ich zum Tamus und die eventuellen Ehepartner, das Kind oder der gesetzliche Vertreter und die Eltern einwilligen müssen. Was brauche ich denn noch, um erfolgreich ein Kind adoptieren zu können? Ja, also die Kernaufgabe des Gerichts ist die Prüfung, ob die Adoption dem Kindeswohl entspricht und zu erwarten ist, dass eine Eltern-Kind-Beziehung entsteht. Und dafür benötigt es zum einen wiederum einige Unterlagen und zum anderen wird es auch die Beteiligten anhören. Ja, dann fangen wir erstmal mit den Unterlagen an. Welche werden da benötigt? Ja, da ist wieder die komfortable Situation, dass der Notar oder spätestens das Gericht einem mitteilt, was man da brauchen wird. Üblicherweise braucht man ein Gesundheitszeugnis bezüglich des Annehmenden und des Kindes, ein Führungszeugnis bezüglich des oder der Annehmenden. Oft wird noch verlangt eine erweiterte Meldebescheinigung, in der Regel auch Geburtsurkunden und falls einschlägig die Heiratsurkunde. Bei der Stiefkindadoption, also der Adoption von dem Kind des Ehepartners, gibt es dann noch eine Besonderheit. Und zwar braucht man dann noch einen bestimmten Beratungsnachweis. Und zwar ist es da seit, ich glaube, 2021 so, dass bevor eine Stiefkindadoption erfolgen kann, die Beteiligten sich bei der Adoptionsvermittlungsstelle beraten lassen müssen. Das gilt sowohl für den sogenannten abgebenden Elternteil, also der, der danach nicht mehr Elternteil ist, als auch für den annehmenden und für das Kind. Und ja, diese Bescheinigung, dass diese Beratung erfolgt ist, muss dann ebenfalls eingereicht werden. Und was macht das Gericht dann? Ja, also wenn ich jetzt mal aus meiner Perspektive das so schildern kann, das läuft wie folgt. Erstens, ich kriege den Antrag. Dann gucke ich in diese Akte rein und schaue, ob der Notar schon oder die Notarin schon alle Unterlagen, die ich brauche, mitgeschickt hat oder nicht. Wenn nicht, dann fordere ich sie von den Beteiligten an und sage, ich brauche noch zum Beispiel das Gesundheitszeugnis und setze dafür eine Frist. Dann muss ich schauen, ob der Adoption sonst nichts im Wege steht. Zum Beispiel gibt es da noch bestimmte Altersvorgaben. Der Annehmende muss zum Beispiel über 25 Jahre alt sein. Sei denn, es ein Paar nimmt an, dann muss einer 25 sein und der andere mindestens 21. Das würde ich also auch nochmal prüfen. In dem notariellen Antrag stehen ja die Geburtsdaten drin. Dann muss das Kind mindestens 8 Wochen alt sein, bevor die Einwilligung erteilt wurde. Da soll also noch eine gewisse Frist eingehalten werden, die es den Eltern oder vor allen Dingen der Mutter ermöglicht, darüber nachzudenken, ob sie das wirklich möchten. Bezüglich des nicht sorgeberechtigten Vaters gibt es da ein paar Ausnahmen, aber das prüfe ich also auch. Dann fordere ich einen Bericht ein vom Jugendamt. Das heißt, die Beteiligten müssen sich auch darauf gefasst machen, dass dann das Jugendamt rauskommt, sich die Situation anguckt und dann eine Einschätzung abgibt, ob es diese Adoption befürwortet oder nicht. Und wenn der Annehmende Kinder hat, dann muss ich die auch noch anhören.
Das heißt, ich muss die fragen, ob berechtigte Interessen ihrerseits der Adoption entgegenstehen. Soll heißen, diese Kinder des Annehmenden, die ja dann quasi ein Geschwisterkind bekommen, die müssen zwar nicht notariell einwilligen oder auch sonst nicht einwilligen, aber die bekommen die Möglichkeit zu äußern, ob sie etwas dagegen haben. Das kann ja sein, dass, da, ne, dass die Interessen haben, dass diese Adoption nicht stattfindet. Falls die das mitteilen, dann erfolgt durch mich, also durch das Gericht, eine Abwägung der Interessen dieser bestehenden Kinder und des Kindes, das adoptiert werden möchte und des Annehmenden. Und wenn ich das alles vorliegen habe, dann mache ich einen Termin für die eine Anhörung, wo also die Personen wirklich erscheinen und nicht nur schriftlich angehört werden und höre das Kind und den Annehmenden persönlich an. Worum geht es dann in der Anhörung? Ja, also das ist dann sozusagen der letzte Schritt. Da will das Gericht sich nochmal einen eigenen Eindruck verschaffen und prüft dann in erster Linie eben dieses Eltern-Kind-Verhältnis, ob das schon besteht, ob das voraussichtlich entstehen wird. Wie genau die Anhörung ausgestaltet ist, ist also natürlich dem jeweiligen Richter oder der Richterin überlassen. Die fragen also alle Sachen, die sie irgendwie wichtig finden, um das nochmal final zu prüfen. Okay, und was passiert dann? Ja, dann ist das langwierige Verfahren in der Regel abgeschlossen. Also wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangt ist, dass die Adoption dem Kindeswohl entspricht und ein Eltern-Kind-Verhältnis entstehen wird oder vielleicht schon entstanden ist, dann wird es die Adoption aussprechen. Wenn dem irgendetwas entgegensteht, dann eben nicht. Ich sag mal so, ohne da irgendwelche Versprechungen machen zu können, wenn man schon an dem Punkt ist, dass man bei der Anhörung war und so weiter, dann ist es wahrscheinlich nicht, also wahrscheinlich unwahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, dass das Gericht dann die Adoption ablehnt. Aber genau, also dann kommt eben die Entscheidung des Gerichts. Okay, und was hat das dann für Folgen? Okay, also wenn das Gericht die Adoption ausgesprochen hat, tritt das Kind als vollwertiges Mitglied in die Familie ein. Und grundsätzlich ist es dann auch so, dass die Verwandtschaftsverhältnisse zu der Ursprungsfamilie erlöschen, inklusive aller Unterhaltsverpflichtungen, Erbschaftsansprüche etc. pp. Zumindest die zukünftigen, also Unterhaltsrückstände hätte man dann noch. Aber für die Zukunft ist das Kind dann das Kind der Annehmenden und die haben dann auch die elterliche Sorge für das Kind inne. Ist also so, als würde quasi die Familie gewechselt werden. Genau, also untechnisch gesprochen ja. In ein paar Spezialfällen bleiben ein paar Verwandtschaftsverhältnisse bestehen, zum Beispiel bei der Adoption von Halbwaisen. Da kann es also sein, dass Verwandtschaftsverhältnisse zu der Familie des verstorbenen Elternteils bestehen bleiben. Aber grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, dass das Kind dann eben anstelle der alten Familie die neue Familie hat. Und das bezieht sich auch nicht nur auf die Eltern, sondern auch auf die Verwandten. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, wie heißt das Kind denn dann? Ja, also auch da ist dann quasi konsequent, wird es so geregelt, dass das Kind so heißt, wie es auch heißen würde, wenn es von Anfang an Kind dieser Familie wäre. Das heißt, der Angenommene, also in dem Fall der minderjährigen Adoption das Kind, bekommt dann den Familiennamen des Annehmenden oder der Annehmenden als Geburtsnamen. Der wird dann also auch in die Geburtsurkunde eingetragen und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt Jakobs heiße und von einer Familie Ernst adoptiert werde, heiße ich dann Ernst mit Nachnamen. In besonderen Fällen, also wenn das aus schwerwiegenden Gründen notwendig ist, könnte eventuell der bisherige Name dem neuen vorangestellt oder angefügt werden, also Jakobs Ernst, Ernst Jakobs oder ähnliches. Das ist aber in der Regel bei der minderjährigen Adoption nicht der Fall. Okay, gibt es sonst noch Auswirkungen? Ja, also was vielleicht noch interessant sein könnte, ist, dass ein ausländisches Kind bei der Annahme durch einen Deutschen oder eine Deutsche die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt. Das ist natürlich insbesondere interessant für Auslandsadoption. Ja, und ansonsten denke ich, sind die Auswirkungen ja schon recht umfangreich. Mehr gibt es, glaube ich, nicht, was jetzt hier relevant sein könnte. Ja, sehr viele Sachen, die zu beachten sind bei so einer Adoption. Vielen Dank auf jeden Fall für die Information. Ja, sehr gerne. Das war unser Podcast Recht verständlich. Hören Sie gerne auch beim nächsten Mal rein. Dieser Podcast ersetzt keine Rechtsberatung, soll Ihnen aber dabei helfen, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen.